Liebe Achima, manche von Ihnen kennen mich sicher schon, dennoch stelle ich mich noch einmal vor. Mein Name ist Rüdiger Dürr. Ich bin hier in Achim stellvertretender Bürgermeister und engagiere mich in vielen Bereichen unserer Stadt ehrenamtlich. Im Jahre 1980 bin ich mit meiner Familie hier nach Achim gekommen, habe mich hier sofort wohlgefühlt und deshalb auch mich verpflichtet gefühlt, mich ehrenamtlich hier zu engagieren. Und jetzt sitze ich hier vor dem Achimer Rathaus. Seit über 30 Jahren mache ich ehrenamtliche Kommunalpolitik und seitdem dieses Rathaus steht, natürlich hier in diesem Gebäude. Seit mehr als 8 Jahren bin ich inzwischen stellvertretender Bürgermeister dieser Stadt, stellvertretender Ratsvorsitzender und, was mir besonders wichtig ist, der Vorsitzende des Sport- und Kulturausschusses. In diesem Rathaus befindet sich aber nicht nur Kommunalpolitik pur, sondern auch eine besondere Stätte, nämlich eine Stätte, die mir auch sehr am Herzen liegt, nämlich unsere Stadtbibliothek. So, und jetzt sitze ich hier in der Stadtbibliothek, ein Ort, an dem ich mich mindestens einmal in der Woche befinde. Bildung, vor allen Dingen auch Förderung der Lesekompetenz, liegt mir sehr am Herzen. Hier befinde ich mich im Lesecafé und in diesem Lesecafé veranstalte ich gemeinsam mit dem Förderverein der Stadtbibliothek, deren Vorsitzender ich bin, Lesungen von namhaften oder auch noch nicht so bekannten Autoren. Damit versuchen wir, auch die Stadtbibliothek noch ein bisschen mehr in den Fokus der Achimer Bevölkerung zu stellen. Sie haben es sicher gemerkt, ich trage eine Maske. Wir befinden uns in einem geschlossenen Raum und deshalb trage ich auch hier natürlich eine Maske zum Schutz für die anderen. Hier befinden wir uns jetzt im Kinderbereich, in dem ich mindestens einmal im Monat das berühmte Bilderbuch-Kino für ganz, ganz viele Achimer Kinder vorlese. Ich sagte schon, Bildung und Kultur sind zwei Standbeine, für die ich hier in Achim kämpfe. Wir stehen jetzt hier vor der St. Matthias-Kirche hier in Achim. Neben der Familie ist mein Glaube die zweite Basis für alles das, was ich ehrenamtlich in dieser Stadt tue. Und deshalb stehe ich hier auch vor unserer Kirche. Liebe Achimer, wenn Sie nun ein bisschen mehr über mich erfahren haben, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mein Engagement für unsere Gesellschaft, für unsere Stadt, für die Politik, für Bildung und Kultur und für Religion honorieren würden und mir die Chance geben, auch nach dem 12. September wieder als Ihr stellvertretender Bürgermeister für Sie der Kümmerer zu sein. Und deshalb bitte ich Sie um Ihre drei Kreuze am 12. September diesen Jahres bei der Kommunalwahl.